Dieses Video zeigt die Musterlösung der schönsten Klausur der Welt, nämlich der Klausur Grundlagen der Informatik und Programmierung aus dem Wintersemester 2020/21 an der Hochschule Ruhr-West. Viel Spaß damit! Bevor ich jetzt loslege mit den Inhalten, so ein paar Informationen zu dieser Klausur. Die Klausur wurde also zur Corona-Pandemie-Zeit geschrieben. Das heißt, es war nicht möglich, Klausuren in Präsenz zu schreiben. Und deswegen wurde diese Klausur als Open-Book-Klausur konzipiert. Was bedeutete, dass Studierende die Klausur runtergeladen haben als PDF, dann bearbeitet haben für 4 Stunden und dann nach 4 Stunden spätestens ihre Lösung wieder hochgeladen haben. Und Open Book bedeutete, dass in dieser Zeitspanne eigentlich alles verwendet werden durfte, was im Rahmen der Vorlesung Grundlagen der Informatik und Programmierung veröffentlicht wurde, seien es Vorlesungsskripte, Videos, Übungsaufgaben und so weiter. Die Klausur enthält 6 Aufgaben, die sich insgesamt auf 100 Punkte summieren. Normalerweise ist das so, dass ich Klausuren so konzipiere, dass ein Punkt etwa 1 Minute Bearbeitungszeit entspricht. Ja, das heißt, dass man nach 100 Minuten dann tatsächlich 100 Punkte erreichen kann, wenn man sich entsprechend vorbereitet hat. Das ist in dieser Klausur allerdings nicht so. Die ist eben auf 4 Stunden konzipiert und im Grunde hat man für einen Punkt etwa 2,5 Minuten Zeit. Das ist natürlich nicht immer so ein einfaches lineares Mapping, das ist mir auch bewusst. Ja, also man kann nicht immer sagen, ein Punkt, 2,5 Minuten, aber so vom Zeitumfang her ist das so die Metrik, die ich benutzt habe. Und aus meiner Sicht ist diese Zeit auch ausreichend, um entsprechend die Klausur zu bearbeiten. Die Klausur selber ist verlinkt in der Videobeschreibung, können Sie sich einfach runterladen, genauso wie ich die Code-Snippets zur Verfügung stelle, die ich jetzt hier in diesem Video zeige. Und außerdem finden Sie zu jeder Aufgabe auch Links zu den Videos, die die Inhalte beschreiben, die man benötigt, um diese entsprechende Aufgabe zu lösen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dieser Musterlösung. Also starten wir mal mit der ersten Aufgabe, da geht es um Zahlenkonvertierung und das ist so ein bisschen eine Warm-up-Aufgabe für diese Klausur, denn das Thema kam 1:1 auch in der Vorlesung vor und in der Videobeschreibung finden Sie auch den Link zu dem entsprechenden Video. Also was haben wir hier? Wir haben also eine Zahl gegeben, 14,45 im Dezimalsystem und die soll jetzt umgewandelt werden in das Binärsystem oder in das Dualsystem. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also 14,45, wir wissen ja, das ist eine unecht gebrochene Zahl. Das heißt, die hat einen Teil vor dem Komma, der nicht 0 ist, und einen Nachkommateil. Und wie wir aus der Vorlesung wissen, müssen wir diese beiden Teile unterschiedlich behandeln und mit unterschiedlichen Algorithmen dann ins Binärsystem umwandeln. Das heißt, wir nehmen uns den Teil vor dem Komma, die 14, und wir nehmen uns den Teil nach dem Komma, die 0,45, und wandeln die nach unterschiedlichen Algorithmen um. So, in der Vorlesung haben wir gelernt, dass wir zur Umwandlung von Ganzzahlen einen Divisionsalgorithmus verwenden. Das heißt, wir nehmen jedes Mal die Zahl, dividieren die durch 2, dann kommt ein ganzzahliger Teil raus und ein Rest. Und der Rest wird nachher bei der Binärdarstellung eine entsprechende Rolle spielen. Also 14 dividiert durch 2 ist 7, es gibt keinen Rest. Dann nehmen wir uns die 7, dividieren die durch 2, das ist 3, das gibt einen Rest. Ja, ist also Division hat einen Rest von 1, den merken wir uns. Dann haben wir 3 dividiert durch 2 ist 1, hat ebenfalls einen Rest. Und dann bleibt noch 1 dividiert durch 2 übrig, das ist 0 ganzzahlig gesehen. Und es gibt einen Rest von 1 und dann sind wir an der Stelle auch fertig. Und was jetzt in der Binärdarstellung relevant ist, das sind diese Reste, die am Ende rausgekommen sind. Und die lesen wir jetzt von unten nach oben und schreiben die von links nach rechts hin. Das heißt, der Teil vor dem Komma ist dann 1, 1, 1, 0. Gut, das war also der ganzzahlige Teil. Und jetzt schauen wir uns den echt gebrochenen Teil an, also den Teil hinter dem Komma. Und da wenden wir einen anderen Algorithmus an, den wir auch in der Vorlesung kennengelernt haben, nämlich so einen Multiplikationsalgorithmus. Wir nehmen also die Zahl 0,45, multiplizieren die mit 2, dann kommt
in diesem Fall 0,9 raus und wir schauen uns an, ob es einen Überlauf gibt. Einen Überlauf gibt es hier nicht, ist also 0. Also machen wir im nächsten Schritt weiter. Wir nehmen die 0,9, multiplizieren die mit 2, dann haben wir 1,8. Und hier sehen wir, wir haben einen Überlauf. Ja, es ist also wir haben eine 1 vor dem Komma und diesen Überlauf merken wir uns. Und diese Überläufe werden, wie Sie wissen, nachher dann die Rolle spielen in der Binärdarstellung. Wir haben also 1,8 übrig. Jetzt werfen wir die 1 weg vor dem Komma. Das heißt, wir haben 0,8, multiplizieren das wieder mit 2. Dann haben wir 1,6 mit dem Überlauf. Den merken wir uns. Überlauf kommt weg. 0,6 mal 2 ist 1,2 mit einem Überlauf von 1. Dann haben wir 0,2. Wie gesagt, die 1 haben wir wieder entfernt. 0,2 mal 2 ist 0,4. Es gibt keinen Überlauf. Und jetzt haben wir 0,4 mal 2. Das ist 0,8. Und es gibt ebenfalls keinen Überlauf. Und jetzt fällt uns aber auf, 0,8, das hatten wir schon mal, nämlich da oben. Ja. Und wenn wir jetzt diesen Algorithmus weiter fortsetzen, dann werden wir immer bei dieser 0,8 ankommen. Und anders formuliert, dieser Algorithmus wird nie terminieren. Ja, das heißt, letztendlich wird diese Zahl unendlich weiterlaufen, die ist also periodisch. So, jetzt lesen wir zunächst einmal die Binärzahlen ab, in diesem Fall von oben nach unten und schreiben die entsprechend hinter das Komma. Ja, damit haben wir dann also diese Zahl in Binärdarstellung, aber was hier noch wichtig ist, wir haben jetzt also eine Periode, das heißt, diese letzten 4 Binärzahlen werden sich immer wiederholen und das markieren wir dann entsprechend und haben dann jetzt hiermit die korrekte Binärzahl. Ja, das ist also so ein üblicher Fall, wo wir eine endliche Zahl im Dezimalsystem haben, die im Binärsystem periodisch wird und damit im Grunde unendlich viele Nachkommastellen hätte, was auch zu einem Genauigkeitsverlust führt, wenn wir das dann in eine Float oder eine Double-Variable speichern. Okay, aber das war's auch schon. Das war die erste Warm-up-Aufgabe für die Klausur. In der zweiten Aufgabe geht es dann um Programmierung. Die Aufgabe heißt Call by Reference und deckt mehrere Themen ab. Einerseits die Verwendung von strukturierten Datentypen mit Hilfe von Struct und TypeDef. Dann geht es auch um das Thema Call by Reference, das heißt die Übergabe von Parametern als Referenz bzw. als Zeiger in C. Und die Teilaufgabe C enthält dann wiederum eine kleine mathematische Anwendung. Okay, dann fangen wir mal an zu programmieren. Das, was wir hier sehen, ist so ein typisches leeres Programm, was angelegt wird, wenn man ein neues Projekt anlegt in einer Entwicklungsumgebung. Wir haben also hier einfach nur ein Hauptprogramm, was 0 zurückgibt und die Standard-IO wird entsprechend auch eingebunden. Gut, also in der ersten Aufgabe soll denn nun ein Typ definiert werden mit TypeDef, und zwar ein strukturierter Datentyp. Und dieser strukturierte Datentyp soll Spaceship heißen. Ja, und woraus besteht so ein Raumschiff? Einerseits aus einem Namen, das ist also dann ein String bzw. ein Character Array, dem gönnen wir jetzt einfach mal 256 Zeichen, inklusive 0 Byte, versteht sich. Da könnte man allerdings auch mehr oder weniger verwenden, das ist zur Lösung der Aufgabe im Grunde egal. Wir haben eine Position und wir haben einen Kraftstoff, in welcher Einheit auch immer. Position ist zweidimensional, das heißt, wir gehen jetzt erstmal der Einfachheit halber davon aus, dass sich das Raumschiff im zweidimensionalen Raum bewegt. Okay, aber das war es im Grunde schon. Das, was wir hier sehen, ist die Lösung der ersten Teilaufgabe. Wir haben jetzt also diesen strukturierten Datentyp und weil das ein TypeDef ist, können wir mit dem im Grunde so arbeiten, als wäre das ein primitiver Datentyp und können jetzt zum Beispiel dem Schiff in irgendeiner Weise einen Namen geben. Und mit String-Copy dann diesen Namen setzen. Wir können eine X-Position und eine Y-Position setzen, meinetwegen jetzt im Ursprung. Und wir können dem Ganzen Treibstoff geben. Ja. Ein Hauptprogramm muss jetzt in dieser Teilaufgabe gar nicht geschrieben werden, aber hier nur zur Verdeutlichung. Okay, dann fehlt hier noch die Funktion String Copy, der wirft uns also vor, mal kurz, das ist also die String.h, die wir dafür einbinden müssen. Ja, gut, das können wir jetzt mal ausführen, aber letztendlich macht das Programm nichts und hat auch entsprechend keine Ausgabe. Okay, aber das ist eben dieser strukturierte Datentyp und jetzt geht es auch schon um die Teilaufgabe B
wo es darum ging, eine Methode, eine Funktion zu schreiben, die MoveShip heißt. Ja? Das heißt, es ist eine Funktion, die das Schiff bewegt und die hat zunächst mal als Parameter ein Raumschiff, ja, und zwar über Call by Reference. Und wenn wir in C unterwegs sind, dann bedeutet Call by Reference immer, dass wir einen Zeiger übergeben, denn wir wollen dieses übergebene Objekt ändern. Und wenn das kein Zeiger ist, sondern eben nur ein Spaceship als normale Stack-Variable, dann kriegen wir eine Kopie letztendlich vom Hauptprogramm. Also deswegen brauchen wir hier einen Zeiger. Und dann soll es noch zwei Werte geben, dx und dy. Und die sollen dann auf die Position des Raumschiffes aufaddiert werden. Und das ist tatsächlich relativ simpel. Wir nehmen uns die x-Position und addieren dx drauf. Und wir nehmen uns die y-Position und addieren dy drauf. Ja? Und das war es auch schon. Also das ist schon die Lösung für Teilaufgabe B. Und vielleicht können wir das mal gerade ausprobieren. Wir machen uns, das ist wie gesagt auch nicht Aufgabenstellung gewesen. Nach nicht Printship, sondern ja, doch das richtig. So, Printship. Wir machen uns mal ganz kurz eine Funktion, die einfach mal so ein Raumschiff ausgibt mit printf. Dann kommt ja der Name und die Position. Das ist jetzt nur rein zur Verdeutlichung. War wie gesagt nicht gefordert. Diese Funktion gibt uns also das Raumschiff aus mit x- und y-Position. So. Und das befand sich im Ursprung. Und jetzt sagen wir mal Move, ne? MoveShip. Wir übergeben jetzt das Schiff als Zeiger. Ne? Deswegen muss da ein Und-Zeichen vor. Und sagen, es soll sich um 5 Positionen in der x-Dimension bewegen und um 3 Positionen in der y-Position und Dimension. Und wenn wir das jetzt ausgeben, dann sehen wir, das Ganze hat funktioniert. Ja, also nach dem Aufruf haben wir hier 5 und 3. Wenn wir das jetzt wiederholen, dann ist es wiederum ein Stück weiter gewandert, ne, in der Position. So, und das ist der Grund, warum wir Call by Reference gemacht haben, denn wir wollen, dass das Objekt, was wir hier übergeben haben, als Zeiger nach dem Aufruf dieser Funktion geändert ist. Ne? Das ermöglicht uns dann Call by Reference. So, und jetzt soll aber die Funktion MoveShip noch erweitert werden, nämlich dass die Bewegung, das ist ja auch irgendwo naheliegend, zumindest wenn es, na, gut, wenn es eine Beschleunigung ist, nicht eine reine Translation, aber wir wollen, dass sich durch die Bewegung jetzt Treibstoff verbraucht. Ja, und der Treibstoff soll der Länge des Vektors dx und dy entsprechen. Und die Länge des Vektors ist, wie man weiß, die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Einzelkomponenten. Das heißt, wir haben die Wurzel aus dx² plus dy². Und jetzt meckert hier schon der Compiler, denn Square Root ist in diesem Fall nicht bekannt. Also machen wir jetzt hier noch, binden wir noch die math.h ein. Dann haben wir Square Root. Und was wir jetzt einfach machen können, wir nehmen uns den Treibstoff und ziehen die Länge dieses Vektors ab. Und jetzt gibt es hier noch eine zusätzliche Anforderung, nämlich wenn der Treibstoff nun negativ ist oder 0, dann soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Dafür nehmen wir jetzt mal fprintf Standard Error. Wir geben das also in den Error-Kanal aus und sagen no fuel left for ship und dann geben wir vielleicht noch den Namen des Schiffs an. So, und das war die Teilaufgabe C. Gucken wir uns das also mal an. Wir erweitern noch diese Ausgabefunktion jetzt einfach wiederum zu Demonstrationszwecken. Fuel ist ein Double-Wert, so Remaining Fuel. Und gucken uns das Ganze mal an. Wir sehen also jetzt, wenn sich das Ganze bewegt, dann bei der ersten Ausgabe haben wir es noch nicht bewegt, dann haben wir also noch 100 Einheiten übrig. Und dann haben wir hier
Wurzel aus 25 plus 9 ist dann hier abgezogen worden. Ja, vielleicht können wir hier mal, nehmen wir mal andere Werte. Also beispielsweise, gucken wir mal gerade, wie bewegen wir das Schiff. Gucken wir mal, ob das Ganze stimmt. Also wir haben hier die Wurzel von 5 mal 5 plus 5 plus 3 mal 3. Ja. Das ist also 5,8, musste hier abgezogen worden sein, und das ist auch hier entsprechend der Fall. Also hier haben wir einen Abzug von 5,8 und hier haben wir den nochmal. Wir haben ja die Bewegung letztendlich wiederholt, und jetzt bewegen wir es nochmal um ein größeres Delta. Jetzt haben wir hier 68, und wenn wir jetzt das noch weiter bewegen, ja, wie in diesem Fall, dann sehen wir, das Raumschiff hat sich relativ weit bewegt, aber das, wir haben jetzt so einen negativen Treibstoff übrig, und dann kommt hier entsprechend auch die Fehlermeldung. Das ist jetzt so ein bisschen komisch, dass die Ausgabe so merkwürdig aussieht. Das liegt daran, dass diese Fehlermeldung wir jetzt in diesem Fehlerkanal ausgegeben haben und nicht als Standardausgabe. Wenn ich jetzt hier ein einfaches Printf benutze, dann werden wir aber feststellen, ja, mit einem Newline natürlich. Moment. Dass das richtig angeordnet ist. Wobei, ich muss es nochmal gerade ausprobieren. Da fehlte auch das Newline. Naja, nee, das hat auch so funktioniert. Also es funktioniert auch mit einem fprintf. Auch da haben wir die richtige Reihenfolge. Nur ist das nicht immer so. Also es kann durchaus sein, dass ich ein C-Programm schreibe und dieser Fehlerkanal landet woanders als der normale Ausgabekanal, zum Beispiel in einer Logdatei oder so. Aber gut, also das war die Aufgabe C. Da ging es also darum, erweitern Sie die Funktion MoveShip so, dass das Raumschiff Treibstoff verbraucht. Genau das haben wir hier gemacht. Der Treibstoffverbrauch entspricht der Länge dieses Differenzenvektors. Ja, und Länge des Vektors, das wissen Sie, ist eben genau diese Formel. Ich summiere die Komponenten auf und ziehe die Wurzel. Das haben wir dann vom Treibstoff abgezogen. Und wenn wir dann eben den Fall hatten, dass wir negativ, also dass der Treibstoff verbraucht wurde, dann wurde entsprechend dann eine Fehlermeldung ausgegeben. Was man hier noch machen kann, aber das war nicht Teil der Aufgabenstellung, ist, dass man den dann auf 0 setzt, damit man nachher in der Ausgabe nicht negativen Treibstoff hat. Aber wie gesagt, war nicht Teil der Aufgabe. Genau, und damit sind wir auch schon mit Aufgabe 2 durch. So, kommen wir zur dritten Aufgabe. Hierbei handelt es sich wieder um eine Programmieraufgabe mit dem Fokus auf Schleifen in der Teilaufgabe A und dann in der Teilaufgabe B mit Fokus auf Kommandozeilenparameter. So, und worum geht's? Wir haben also hier die Mersenne-Zahlen, die wie folgt definiert sind. Also die nte Mersenne Zahl ist 2 hoch n minus 1. Und in der Teilaufgabe A soll nun ein C-Programm geschrieben werden, das die nte Mersenne'sche Zahl berechnet. Ja? Das enthält also eine entsprechende Funktion, und die kann aufgerufen werden mit einem Parameter i vom Typ long, und dann berechnet diese Funktion entsprechend die i-te Mersenne'sche Zahl und gibt die mit Return zurück. Und dabei soll eine While-Schleife verwendet werden. Dazu soll dann auch noch ein Hauptprogramm geschrieben werden, bei dem ein Nutzer oder eine Nutzerin eine Zahl n eingibt, und dann wird die entsprechende nte Mersenne'sche Zahl berechnet mit der obigen Funktion und auf dem Bildschirm ausgegeben. Ja, und bei der Aufgabe B soll das Ganze noch variiert werden. Da soll dann die Möglichkeit bestehen, einen solchen Parameter, der jetzt vorher eingegeben wurde, über ein entsprechendes durch eine Benutzereingabe, der soll jetzt über die Kommandozeile an das Programm übergeben werden. Und wenn jetzt die Anzahl der Parameter nicht gültig ist, das heißt, wenn wir mehr oder weniger als einen Parameter haben, dann soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Okay, dann setzen wir das nochmal um. Also wir beginnen wieder mit einem leeren Projekt, mit einem Hauptprogramm, was einfach nur 0 zurückgibt, und beginnen mit Aufgabe A. Hier soll eine Funktion geschrieben werden, die heißt CalculateMersenneNumber, so. Und die bekommt einen Parameter i vom Typ long und soll dann entsprechend diese i-te Mersenne'sche Zahl berechnen und zurückgeben. Das heißt, der Rückgabetyp ist in diesem Fall entsprechend
auch vom Typ Long. Okay, also gucken wir uns dann mal an, wie könnte denn jetzt das Ergebnis aussehen. Also wir beginnen mit dem Wert 2, ja, also die erste Mersennsche Zahl ist ja 2 minus 1. Ja. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal eine Schleife einbauen und dann am Ende einfach nur noch 1 abziehen. Ja, wir wissen ja, M1 ist 2 minus 1, M2 ist 2 mal 2 minus 1, M3 ist 2 mal 2 mal 2 minus 1 und so weiter. Okay, und am Ende ziehen wir dann entsprechend, wie gesagt, 1 ab nach der Schleife. Okay, jetzt brauchen wir eine Schleife an dieser Stelle und die braucht eine Zählvariable und diese Zählvariable soll bis i laufen. Ja, jetzt muss man allerdings ein bisschen aufpassen, denn wenn i 1 ist, dann soll hier entsprechend nichts mehr passieren. Das heißt, wir setzen jetzt mal a auf 1. Wenn i jetzt auch 1 ist, dann wird die Schleife gar nicht mehr ausgeführt und von dem Ergebnis wird 1 entsprechend abgezogen. Ja, und was passiert jetzt jedes Mal? Hier wird einfach jedes Mal auf das Ergebnis entsprechend 2 drauf multipliziert. Ja, also nochmal zur Erinnerung, M1 war 2 minus 1, M2 war 2 mal 2 minus 1, M3 dann und so weiter. Also letztendlich ist es so, dass in Abhängigkeit von i wird eben diese Zahl berechnet und hier wird einfach 2 hoch i berechnet, das heißt 2 wird i mal aufmultipliziert. So, also und was man sich hier halt immer angucken muss, stimmen die Randfälle. Also wenn ich hier jetzt 1 eingebe, ne, m1 ist ja hier 1, dann steht hier eben a gleich 1, a ist 1 kleiner i, das ist dann nicht der Fall, dann iteriert das nicht mehr weiter, dann wird diese Schleife gar nicht ausgeführt, ist i aber größer als 1, dann steht hier also 1 kleiner 2 zum Beispiel und dann wird die einmal ausgeführt. Was wir hier noch vergessen haben, ist übrigens die Iteration, das heißt die Schleifenvariable muss hochgezählt werden, sonst wäre diese Schleife unendlich. Ja. Gut, das ist dann im Grunde auch schon alles. Das ist also die Funktion, die hier berechnet werden soll. Dann machen wir hier vielleicht noch ein kleines Hauptprogramm. Bitte n eingeben, so. Ja. Und nennen wir also, dafür benutzen wir dann scanf. Wichtig bei scanf immer, der zweite Parameter wird als Referenz übergeben und dann machen wir hier noch eine Aufzahl oder eine Ausgabe m von dem Wert ist gleich das entsprechende Ergebnis. Das heißt, wir geben hier n aus, also m von mn ist entsprechend calculate my send number von n. Ja. Probieren wir einfach mal aus. Also wir kompilieren das Ganze. Hier steht allerdings noch eine Warnung. Hier hätte man nicht mit %d, sondern mit %ld arbeiten müssen. Das machen wir dann nochmals kurz noch korrigiert. Und jetzt gucken wir mal den Randfall an. Ja, hier machen wir vielleicht noch ein Newline dahinter. Das sieht ein bisschen schöner aus. Also n gleich 1 ist 1. Das ist also genauso wie in der Aufgabenstellung gefordert. Jetzt geben wir n gleich 2 ein, das ist 3, das ist auch wie in der Aufgabenstellung gefordert. Und wir sehen, wenn das jetzt, wenn wir das weitermachen, m3 ist 7, m4 ist 15 und so weiter. Ja, also das entspricht also tatsächlich genau dieser Folge. Und genau, das ist auch schon die Teilaufgabe A gewesen. Natürlich sollte man in so einem Fall das Ganze, also so Fehleingaben abfangen, das machen wir jetzt hier nicht explizit. Das war nicht gefordert für die Klausur, sollte man aber machen, sonst kriegt man komische Ergebnisse raus. Aber letztendlich jetzt rein in Bezug auf die Klausur ist das die Lösung dieser Aufgabe gewesen, dieser Teilaufgabe A. Ja, es soll also ein Wert eingegeben werden über die Konsole. Ja, das ist der Wert n, der soll an diese Calculate My Send Number Funktion übergeben werden. Dann wird dieser Wert berechnet mit einer While-Schleife, ja, das war hier entsprechend die Auflage, und dann zurückgegeben werden. Wie gesagt, minus 1 muss entsprechend noch abgezogen werden. Okay, also das war Teilaufgabe
A. Und jetzt kommen wir zur Teilaufgabe B. Da soll dann auf die darauf verzichtet werden, dass man dass der Nutzer entsprechend die Zahl eingibt, sondern das Ganze soll über die Konsolenargumente passieren. Und dafür haben wir diesen Parameter argc. Der gibt uns zunächst einmal an, wie viele Parameter habe ich. Wichtig hier, der Aufruf selber ist entsprechend ebenfalls ein Parameter. Ne? Das heißt, wird mitgezählt. Das heißt, wenn ich einen Parameter übergebe, dann ist dieser Werk argc 2. Probieren wir einfach mal aus. Ich gehe mal hier in die Konsole rein, kompiliere mal das Hauptprogramm und führe das einfach mal so aus. So. Und dann kriege ich hier den Wert 1, wenn ich keinen Parameter habe. Und wenn ich jetzt eine Zahl übergebe, zum Beispiel 50, dann kriege ich 2. Ja. Das bedeutet für die Parameterprüfung, wenn der Wert nicht 2 ist, dann gibt es keinen zusätzlichen Parameter. Ja, denn ich erwarte ja, dass es einen zusätzlichen Parameter gibt als Zahl und dann habe ich genau zwei Elemente, nämlich den Aufruf selber und diesen ersten Parameter. Okay, ja, wenn das nicht passt, dann sagen wir eben, können wir das machen, geben eben an, wie man das Programm oder ja, machen wir einfach so, bitte genau einen Parameter. Zahl angeben. So, dann kommt also hier entsprechend die Fehlermeldung. Und dann beenden wir das Programm und wir beenden das mit einer 1. Das ist also ein Fehlercode. Falls das Programm zum Beispiel von einem Skript aufgerufen wird, kann man auf diese Art kommunizieren, dass dieser Aufruf nicht funktioniert hat. Gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Also wir kompilieren nochmal. Mit 50 stehen wir ganz gut da. Wenn ich jetzt zwei Parameter angebe, dann kriege ich ein Problem. Und wenn ich nur einen angebe, dann, wenn ich gar keinen angebe, dann auch. Also diese Prüfung funktioniert schon mal und das war ja auch ein Teil dieser Aufgabenstellung. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Ausgabe tätigen, die wir vorher auch gemacht haben. Und die einzige Besonderheit, die es jetzt hier gibt, ist, wir haben natürlich hier so ein String Array. Ja? Das heißt, brauchen jetzt tatsächlich diese Zahl n. Ich habe übrigens festgestellt, ich habe eben hier ein int verwendet. Das wäre natürlich besser als long gewesen, aber ist letztendlich auch egal in diesem Fall. Und das wurde eben implizit konvertiert. Jedenfalls habe ich also hier diese long-Variable und jetzt muss ich irgendwie an diesen String umwandeln in eine long-Variable, damit ich das CalculateMySendNumber entsprechend übergeben kann. Ja? Und dafür gibt es in der Standardbibliothek diese Funktion A to L, also im Grunde Alphanumeric to Long. Und die rufen wir jetzt einfach mal auf, und zwar mit dem zweiten übergebenen Parameter, der hat also den Index 1. Ja. Das ist also der zweite Parameter. Und der wird jetzt umgewandelt in eine Longzahl. Und das probieren wir jetzt auch mal aus, ob das funktioniert hat zunächst einmal. Na, ja, genau, jetzt wird hier gemotzt, weil jetzt ist es tatsächlich mal ein Long, wie es auch eben hätte sein müssen. Und A2L kennt er nicht. Er unterstellt hier eine implizite Deklaration. Diese Funktion befindet sich in der Standardbibliothek. Also die binden wir jetzt zumindest noch als Header ein. Dann entfällt auch entsprechend diese Warnung. Ja, und jetzt haben wir die 50. Zahl. Gucken wir nochmal, ob das alles so funktioniert. Und wir sehen, das klappt. Ja, das heißt, dieser Parameter, der wird als Character Array String übergeben. Jetzt umgewandelt mit der Funktion A2L in einen Longwert und diesen Longwert stecken wir jetzt in diese Funktion rein und haben dann entsprechend das Ergebnis. Wenn wir einen String übergeben, dann stellen wir fest, okay, das ist natürlich keine Zahl, dann ist der Wert 0. Das könnte man also auch entsprechend abfangen. Okay, der Korrektheit halber noch, das würde jetzt nicht unbedingt keinen Punktabzug geben, aber was man hier schon sieht, ist, wir haben eigentlich hier mit einem Int gearbeitet, obwohl man hier eigentlich wunderbar auch mit einem Long arbeiten könnte bei der Eingabe. Und das korrigieren wir mal ganz kurz. Also hier muss dann auch ein LD hin. Ne? Und genau, jetzt haben wir das jetzt hier entsprechend angepasst. Und ja, ne? Also das, was man hier oben sieht, das ist die Lösung von Teilaufgabe 1 oder von Teilaufgabe A. Und das, was man hier unten sieht, ist dann die Lösung von Teilaufgabe
B. Ja, das ist die erste Variante, arbeitet mit der Nutzereingabe über die Konsole, und die zweite Variante arbeitet über ein Kommandozeilenparameter. Ja, und das war die Lösung von Aufgabe 3. In der vierten Aufgabe geht es um den Themenbereich der Aussagenlogik und im Speziellen um die Vereinfachung von aussagenlogischen Formeln. Es gibt drei Teilaufgaben, und in der ersten Teilaufgabe ging es zunächst einmal darum, die eigene Matrikelnummer zu nehmen und ins Binärformat umzuwandeln und dann die letzten 16 Stellen des Binärformats in eine hier vorgegebene Wahrheitstabelle einzutragen. Und dafür gab es bereits einen Punkt. Ich selber habe natürlich keine Matrikelnummer, deswegen habe ich mich einfach entschieden, die Folge von 1 bis 8, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu benutzen und ins Binärformat umzuwandeln. Aber das geht natürlich mit jeder beliebigen Matrikelnummer. Allerdings sieht natürlich bei jedem Studierenden die Wahrheitstabelle entsprechend anders aus. Das ist Teilaufgabe A. In Teilaufgabe B sollte man nun hingehen und die Wahrheitstabelle nehmen und in konjunktiver Normalform aufschreiben. Ja, also genau so, wie wir es entsprechend in der Vorlesung gelernt haben. Und das ist natürlich je nach Matrikelnummer ein relativ komplexer Term. Und diesen galt es dann in Aufgabe C entsprechend zu vereinfachen, und zwar mit Hilfe eines KV-Diagramms und der Max-Term-Methode. Und wie man das macht anhand meiner eigenen fiktiven Matrikelnummer, das schauen wir uns jetzt mal an. So, dann fangen wir mal mit der ersten Teilaufgabe an. Ich hatte es also gesagt, meine Matrikelnummer für dieses Beispiel ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in dezimaler Schreibweise. Und jetzt habe ich diesen Online-Konverter benutzt, um das Ganze in die Binärschreibweise umzuwandeln. Wie gesagt, das muss hier nicht händisch gemacht werden. Hier war es tatsächlich mal erlaubt, einfach einen Konverter zu benutzen. Und uns interessieren nur die letzten 16 Stellen von dieser Binärzahl, die bei dieser Konvertierung entsprechend auskommt. Ja, also das ist das, was hier unterstrichen und blau markiert ist. Und das Einzige, was man jetzt in dieser ersten Teilaufgabe machen musste, war diese 16 Binärziffern dann von oben nach unten in die Wertetabelle einzutragen, und dafür gab es schon einen Punkt. In der zweiten Teilaufgabe ging es dann darum, das Ganze, diese Wertetabelle in der konjunktiven Normalform, also in der KNF, darzustellen. Und wie Sie wissen, benutzt man für die konjunktive Normalform die Zeilen in der Wertetabelle, die 0 ergeben. Ja, also in diesem Fall die Zeilen, die hier entsprechend gelb markiert sind. Und dann kann man Zeile für Zeile den Term entsprechend auslesen. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die oberste Zeile angucken, da haben wir dann A oder B oder C oder D. Ja, bei der konjunktiven Normalform ist es so, dass die einzelnen Variablen in ihrer Form bleiben, wenn ich eine 0 habe, und negiert werden, wenn ich eine 1 habe in der Tabelle. Ja, deswegen steht da A oder B oder C oder D. Die einzelnen Variablen werden mit einem oder verbunden, und die Terme, die daraus entstehen, die werden über ein und, ja, also konjunktiv miteinander verbunden. Schauen wir uns die nächste Zeile an. Hier haben wir also A0, B0, C1, D1, und die Funktion ergibt für diese Belegung dann 0. Also schreiben wir rechts hin A oder B oder nicht C, weil da eine 1 steht, oder nicht D. Ja, weiter geht's mit der nächsten Zeile 0, 1, 0, 0. Dann haben wir also A oder nicht B oder C oder D. Dann haben wir A oder nicht B, C oder C oder nicht D. Und so setzt sich das Ganze immer weiter fort. Ja, also wie gesagt, wenn ich eine 1 habe, wird es negiert. Wenn es eine 0 ist, wird die entsprechende Variable nicht negiert. Und dann haben wir hier unten den letzten Fall. Da sind A, B, C und D 1. Und es ergibt 0 in der Funktion. Also schreiben wir nicht A oder nicht B oder nicht C oder nicht D. Ja, und das ist im Grunde eine rein handwerkliche Aufgabe. Und die haben wir jetzt gelöst. Und jetzt sehen wir, das ist die konjunktive Normalform, und die ist schon relativ komplex für diese Matrikelnummer, die ich mir hier für diese Aufgabe ausgedacht habe. Und die Aufgabe C befasst sich dann mit der Vereinfachung, also mit dem Versuch, diesen Term etwas kleiner darzustellen, indem wir eben bestimmte Terme zusammenfassen.
Ja, und das Hilfsmittel, was wir dafür einsetzen, das ist auch bekannt, das ist das KV-Diagramm. Und damit sind wir auch schon in Aufgabe C. Hier geht es also darum, diese Wertetabelle zunächst einmal in KV-Diagramm einzutragen. Das haben wir, sehen wir hier oben rechts, auch das kennen Sie in der Form aus der Vorlesung. Wir haben also ein zweidimensionales Diagramm, AB steht oben, CD steht unten. Hier bitte immer darauf achten, dass diese einzelnen Belegungen 00, 01, 11, 10 im Gray-Code eingetragen werden. Ja, also dass das Diagramm auch in die Achsen sich nur im Gray-Code ändern. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt einfach, diese Wertetabelle, die wir da links haben, in das Diagramm 1 zu 1 einzutragen. Ja, und das ist natürlich eine relativ simple Aufgabe und letztendlich besteht die Herausforderung nur darin, sich dabei nicht zu vertun. Ja. Insbesondere, weil die Wertetabelle nicht im Gray-Code aufgebaut ist, aber entsprechend eben hier diese Achsenbeschriftung. Okay, und jetzt ist die Aufgabe, die Max-Term-Methode zu verwenden, um einen möglichst reduzierten Term zu extrahieren. Ja. Max-Term bedeutet, dass wir die Nullen überlagern. Das heißt, wir gehen jetzt hin in das KV-Diagramm und versuchen mit möglichst großen Boxen die darin enthaltenen Nullen zu überdecken. Da sind auch Überlappungen erlaubt, das kennen Sie. Aber wichtig ist, es müssen die Dimensionen dieser Boxen müssen immer Vielfache von 2 sein. Also wir können jetzt keine Dreierboxen einfügen oder ähnliches. Naja, und wir machen das jetzt einfach mal. Also hier haben wir so ein Zweierpaket. Das ist so die größte Box, die wir da erzeugen können. Natürlich ist es irgendwie verführerisch, die zu einer Dreierbox zu vergrößern, dass die Null, die sich am unteren Rand befindet, noch mitgenommen wird. Aber das ist eben nicht erlaubt, ne? Es müssen also Vielfache von 2 sein. Und das ist also die erste Box. Und jetzt extrahieren wir da für diese Box mal den entsprechenden Term. Ja, und wir sind also hier in der konjunktiven Normalform. Das heißt, wir grenzen das jetzt auf diese Spalte ein. Das heißt, wir haben hier A oder nicht B. Ja, die 1 wird also hier wieder verneint. Und oder C. Ja, C ist in dieser Zeile eben in beiden Fällen 0. Also können wir oder C schreiben. Wie gesagt, die Nullen werden nicht invertiert, sondern die Einsen. Und dieser Term beschreibt schon eine Zweierbox. Ist schon kleiner als die beiden Einzelterme. So, was ist die nächste Zweierbox? Wir brauchen die Null hier unten. Die könnten wir jetzt als einer Box markieren, dann würde der Term aber größer. Hier nutzen wir die Null da oben mit und arbeiten mit einer Überlappung. Ja, und den Term kann man auch extrahieren. A oder nicht B, das ist identisch, das ist nämlich die gleiche Spalte, aber hier ist es oder D, weil hier der D-Wert der ist, der konstant ist und C. Auf C kommt es hier an dieser Stelle gar nicht an in dem Term. Ne? Und weil D 0 ist, schreibt man dann halt oder D. Hier können wir eine weitere Box machen, das ist dann der Term nicht A oder nicht C oder nicht D. Ne? Nicht A, weil hier in beiden Fällen A 1 ist und C und D sind hier auch 1. Und eine weitere Box können wir dann hier wieder mit einer Überlappung hinzufügen. Das ist dann der Term B oder nicht D oder nicht C. Also B oder nicht C oder nicht D. Hier kommt es dann auf das B an, ne? Und nicht auf das A. Wir sehen, das geht also hier um die Ecke. Hier haben wir die 1, hier haben wir die 0. B ist 0 in beiden Fällen, deswegen schreiben wir hier B hin. Und dann haben wir hier noch eine Box, die hier nochmal über eine Seite geht. Das ist dann nicht A oder B oder D. Und dann haben wir hier oben links noch eine 0 übrig. Auch hier nutzen wir wieder so eine Überlappung, die über die Ecken hinausgeht. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Das ist also die oberste Zeile. Das heißt, wir haben C oder D, um diese oberste Zeile einzugrenzen. Und in beiden Fällen ist B 0. Und das heißt, wir haben hier noch oder B. Das heißt, insgesamt haben wir B oder C oder D. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich der Term, den wir mit der Max-Term-Methode extrahiert haben. Und wenn man das vergleicht mit dem, der aus Aufgabenstelle, Teilaufgabe B rauskommt, dann sehen wir, das ist schon wesentlich kürzer. Ne? Wie dieser Term natürlich genau aussieht, hängt davon ab, welche Matrikelnummer da reinkommt. Der kann mal komplexer, mal weniger komplex werden. Aber im Regelfall hilft das KV-Diagramm schon, diese Terme zu vereinfachen und kompakter darzustellen.
Genau, und das war auch schon Aufgabe 4. Die fünfte Aufgabe ist wieder eine Programmieraufgabe und wir stellen direkt fest, hierbei handelt es sich mal um eine komplexere Aufgabe, die 30 Punkte, also 30% der Punkte in dieser Klausur gibt. Das heißt, hier ist so ein bisschen mehr zu tun und Thema sind wieder strukturierte Datentypen, aber auch dynamische Speicherverwaltung, das mit Hilfe von malloc und free. Gut, und im Endeffekt geht es hier um so eine ganz simple Darstellung von Patienten oder Patientinnen. Das heißt, wir haben hier so einen strukturierten Datentyp, der besteht aus Vorname und Nachname, einer Versicherungsnummer, das ist dann hier eine Ganzzahl, also zum Beispiel ein Long, und ein Geburtsdatum des Patienten oder der Patientin. Und ein Geburtsdatum wiederum besteht aus drei Komponenten, nämlich Tag, Monat und Jahr. So, und in dieser ersten Teilaufgabe soll zunächst einmal Datentypen dafür definiert werden, ja, also für Patienten und dann innerhalb des Patienten auch für das Geburtsdatum. Das heißt, das Geburtsdatum soll dann diesen selbst definierten Typ verwenden. Ja, das hatten wir vorher auch schon, so eine ähnliche Aufgabe. Dann soll eine Funktion geschrieben werden, die einen Patienten ausgibt. Die bekommt einen Zeiger auf einen Patienten und gibt die Daten aus. Ja, das ist so die einzige Besonderheit. Und dann geht es bei der Aufgabe C darum, ein Array dynamisch zu reservieren auf dem Heap, das heißt mit Hilfe der Funktionen, die wir kennen, malloc oder calloc. Und diese Methode enthält als Parameter die Anzahl der Patienten oder Patientinnen und gibt einen Zeiger auf das erzeugte Array zurück. Im Fehlerfall dann eine Fehlermeldung, also wird eine Fehlermeldung ausgegeben oder und null zurückgegeben. Ja, und das Ganze soll dann auch in einem Hauptprogramm getestet werden. Anschließend soll dann nochmal mit der Standardbibliothek gearbeitet werden, nämlich mit Qsort, also mit der Standardimplementierung von Quicksort. Da sollen dann Patienten bzw. Patientinnen nach dem Geburtsdatum sortiert werden. Und hier ist dann nochmal so ein Tipp: Die Sortierung nach Datum kann relativ komplex werden, aber wird stark vereinfacht, wenn man das Datum einfach umwandelt in so eine Ganzzahl und nach dieser Zahl sortiert. Ja, das heißt, was hier eigentlich passiert, ist, dass man aus Tag, Monat, Jahr, Jahr, Monat, Tag macht und dann hat man schon so eine natürliche Sortierung auf Datumswerten. Genau, das Ganze soll dann auch in einem Hauptprogramm nochmal demonstriert werden. Und dann haben wir die Aufgabe E. Hier soll dann eine Funktion geschrieben werden, die ein Array von Patienten bekommt und das dieses Array lesbar in eine Textdatei schreibt. Ja, also lesbar in dem Sinne, dass, ja, dass man es das einfach auf den ersten Blick erkennen kann. Und die Funktion enthält wieder einen Zeiger auf das Patientenarray oder auf ein Patientenarray, eine Anzahl von Einträgen und einen Dateinamen. Und in diesen Dateinamen, beziehungsweise in die Datei dieses Dateinamens soll das Ganze dann gespeichert werden. Und hier ist so ein Beispiel, wie das entsprechend aussehen könnte. Und dann haben wir noch mal eine Aufgabe zum Thema Modularisierung. Das ist die Teilaufgabe F. Hier geht es dann darum, dass man das Ganze so ein bisschen logisch sortiert und die bisher geschriebenen Funktionen entsprechend auslagert in eine Source-Datei patients.c und oder ja, patients.c und in eine Header-Datei, die dazugehört, patients.h. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gut, also wir starten wieder mit einem leeren Projekt, das nur ein Hauptprogramm beinhaltet und beginnen direkt mit Aufgabe A. Hier sollten also zwei Typen definiert werden. Ein Typ für den Patienten oder die Patientin und wir wissen ja, das Geburtsdatum wird gespeichert. Das heißt, wir brauchen auch einen zweiten strukturierten Datentyp fürs Datum. Den machen wir mal zuerst. Tag, Monat, Jahr. Meinetwegen als Int könnte auch ein, ja, ein Short sein, aber mit Int fährt man hier eigentlich ganz gut. Und dann haben wir also den Patienten, der hat einen Vornamen, der ist also ein Character Array. Das ist wieder Ihnen überlassen, wie viele Zeichen Sie da zur Verfügung stellen. Dann hat er einen Nachnamen, eine Versicherungsnummer und natürlich ein Geburtsdatum. Und das geben wir dann hier entsprechend an. Das müssen wir allerdings vorher definieren, damit der Typ bekannt ist. Und damit haben wir jetzt schon unsere beiden Datentypen definiert und die Aufgabe A fertig.
Okay. In Aufgabe B sollte nun eine Funktion print Patient, print Patient geschrieben werden und die bekommt einen Zeiger auf einen Patienten und soll dessen Daten oder ihre Daten ausgeben auf dem Bildschirm. Und da benutzen wir einfach mal printf, geben Vorname und Nachname aus, in Klammern dann die Versicherungsnummer und Geburtsdatum, Doppelpunkt, dann entsprechend das Geburtsdatum. So, Geburtsdatum, das geben wir mal schön strukturiert aus, also immer mit, natürlich mit Prozent D, weil es Integerwerte sind, und dann immer mit einer führenden 0. Ja, das heißt, wir haben eine relativ schöne Darstellung mit jeweils 2 Ziffern für Tag und Monat und 4 Ziffern dann entsprechend für das Jahr. Gut, also was geben, das ist also die printf, dies ist der Format-String. Jetzt haben wir also hier mit %s haben wir einen String. Wir geben jetzt also den Vornamen aus, dann geben wir den Nachnamen aus. Dann kommt jetzt in Klammern die Versicherungsnummer, so, Versicherungsnummer. Und dann soll das Geburtsdatum ausgegeben werden. Das heißt, wir sollten das Feld übrigens vielleicht Geburtsdatum nennen, so. Geburtsdatum, dann kommt Tag. Was hier ganz wichtig ist, wir haben hier einen Zeiger und greifen deswegen mit einem Pfeil darauf zu, aber innerhalb der Struktur ist das kein Zeiger, das heißt, wir müssen mit einem Punkt darauf zugreifen. Ja? Okay, also wir haben jetzt Tag, dann haben wir hier den Monat und dann haben wir hier das Jahr. So, jetzt gucken wir mal gerade. Genau, das ist also korrekt und wir können uns jetzt hier, das muss man gerade schauen, nee, ist kein Fehler. Also wir legen jetzt mal hier einen Patienten an. Dieser Patient, jetzt brauchen wir noch die String.h, weil wir mit String-Copy arbeiten wollen. Also der Patient hat den Vornamen Bob und den Nachnamen Bilder. Dann hat er eine Versicherungsnummer, die ist jetzt mehr oder weniger irrelevant. Und L dahinter schreiben, weil es ein Long ist. Und wir haben das Geburtsdatum. Ne? Und das setzen wir jetzt einfach mal auf, weiß ich nicht, den 23. Februar, sagen wir mal, weiß ich nicht, 2011. Okay. Wir haben also unseren Beispielpatienten, vielleicht nennen wir den auch mal Bob in der Variable so und haben entsprechend jetzt die Werte gesetzt. Mit dem Punktoperator komme ich auf die einzelnen Attribute. Wenn es sich um einen strukturierten Datentyp handelt, kann ich das auch hintereinander anwenden. Das sieht man also hier Bob.Geburtsdatum.Tag gleich 23. Na gut, und jetzt probieren wir mal die PrintPatient aus. Wir übergeben also den Bob, aber einen Zeiger auf Bob, das ist wichtig. Diese Funktion erwartet einen Zeiger und deswegen kommt hier entsprechend der Referenzoperator davor. Okay, probieren wir es mal aus. Also Bild hat funktioniert und hier haben wir die Ausgabe von Bob Bilder mit der entsprechenden Versicherungsnummer. Geburtsdatum ist 23.02.2011 und hier sieht man dann, welchen Vorteil das dann hat, hier mit %02 zu arbeiten, denn wir sehen, der Monat ist eigentlich nur einstellig, aber dann wird hier, weil es einfach schöner aussieht, so eine führende 0 eingefügt. Gut, und das war auch schon Aufgabe B, ja, also diese Print-Patient, Print-Patient-Funktion. In der Aufgabe C soll nun eine Methode, eine Funktion erstellt werden, die ein Array von Patienten dynamisch erzeugt. Also dynamisch heißt immer, wir arbeiten mit dem Heap, wir arbeiten mit malloc, clog und so weiter. Und dass ein Zeiger zurückgibt. Ja, das heißt, wir wissen schon, hier soll also ein Zeiger auf das erzeugte Array zurückgegeben werden. Das machen wir also hier mit dem Rückgabetyp Patient Stern. Und dann, wie können wir das nennen? Wir nennen das mal Create Array. So. Okay, Parameter war die Anzahl der Patienten. So, und genau. Dann haben wir eigentlich auch schon den Funktionsrumpf. Wir haben den Funktionskopf, wir haben also hier den Namen der Funktion, haben wir jetzt mal create, vielleicht nennen wir es create patients array,
Parameter ist die Anzahl der Patienten, also die Anzahl der Einträge, die in diesem Array drin sein soll, und dann geben wir das entsprechend zurück. Ja. So, und wie machen wir das jetzt? Also wir legen uns jetzt mal hier so einen Typ an Array und rufen dann malloc auf. Und zwar ist jetzt die Frage, wie viel Speicher müssen wir eigentlich reservieren? Und wenn wir NumPatients Patienten haben, dann ist das immer die Größe eines einzelnen Patienten oder einer einzelnen Patientin multipliziert mit der Anzahl der Werte. Ja, also statt NumPatients kann man auch hier einfach mit n arbeiten. Ja, aber Memory Alloc möchte einfach wirklich die Anzahl der Bytes wissen, und die übergeben wir dann hier entsprechend. Wir brauchen für diese dynamische Speicherverwaltung die Standardbibliothek, die binde ich jetzt mal kurz ein. Und das ist im Grunde schon die Lösung der Aufgabe. Das Einzige, worauf man hier noch achten sollte, ist halt, wenn das Array null ist, dann wollen wir hier eine Fehlermeldung haben. Ja. Cannot allocate Array. Ah ne, wir sind auf Deutsch. Fehler. Kann Array mit Patientinnen nicht erzeugen. So. Also nun Patients, und jetzt geben wir dann hier entsprechend dann auch, hier müssen wir nicht explizit null zurückgeben, denn Array ist in diesem Fall null, und dann ja, geben wir das hier zurück. Okay. Hier fehlt allerdings noch der Ausgabekanal Standard R. Und das ist schon die Lösung für das Problem, ne? Also für diese Aufgabe. Wir können statt malloc auch calloc verwenden. Dann haben wir hier das bietet sich bei einem Array eigentlich immer ganz gut an. Da gibt man dann eine Anzahl an und eine Größe eines Elements. Ja, das ist mehr oder weniger äquivalent. Der einzige Unterschied ist allerdings, dass calloc den Speicherbereich noch nullt. Ja, der besteht dann also tatsächlich nur aus 0 Bytes. Gut, in der Aufgabe ist dann allerdings tatsächlich auch gefordert, das Ganze mal zu testen. Das heißt, wir machen das jetzt auch mal. Patients, und wir sollen hier also 3 Patienten, Patientinnen anlegen und dann das Ganze idealerweise auch mit Leben füllen. So. Wir haben also ein Array. Ich kann also jetzt hier auf den Nullten entsprechend zugreifen. Ja. Alternative in diesem Fall wäre, dass ich mit einem Pfeil drauf zugreife. Das wissen Sie. Aber ich mache das jetzt mal so. Patients 0. Ja, also das ist jetzt tatsächlich mehr oder weniger nur Fleißarbeit. Wir legen uns noch einen zweiten an. Zweiten Patienten. Das ist dann meinetwegen Alice-Bilder, eine andere Versicherungsnummer, ein anderes Geburtsdatum. Und dann haben wir noch einen dritten. Max Müller hat wiederum eine andere Versicherungsnummer und ein anderes Geburtsdatum. Okay, das heißt, wir haben hier das Array, dann haben wir jetzt einzelne Patienten angelegt, und was übrigens wichtig ist, das wissen Sie auch, am Ende muss man den Speicher wieder freigeben. Ja, mit free. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Und sieht letztendlich so aus. Was uns allerdings hier natürlich fehlt, ist eine entsprechende Ausgabe. Also machen wir das doch gerade mal. Wir geben diese 3 Patienten mal aus. So. Und sagen print patient von dem jeden Patienten. Print patient will aber einen Zeiger haben. Das heißt, wir müssen hier entsprechend noch entsprechenden Referenzoperator davor schreiben. Und wir sehen, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Kurzer Kommentar noch. Statt dieser Schreibweise können wir auch patients plus i benutzen. Dann beginnen wir mit dem Zeiger auf das erste Element, also den Zeiger auf das Array, und addieren dann entsprechend i drauf. Das ist exakt das gleiche, das ist äquivalent. Ja.
Gut, und damit haben wir auch die Print Patient Funktion implementiert und Aufgabe C gelöst. Kommen wir nun zu Aufgabe D. Bei Aufgabe D soll es die Möglichkeit geben, ein Patientenarray zu sortieren. Hier soll also eine Funktion geschrieben werden, sort patients. Ja, also die kann so heißen. Und genau, was brauche ich dafür? Also ich brauche natürlich das Array selber bzw. einen Zeiger darauf. Und ich brauche die Anzahl der Elemente, ne, in diesem Array. Wir wissen ja, wenn ich das einen Zeiger an eine Funktion übergebe, ist diese Anzahl, kann ich die Anzahl nicht ermitteln, deswegen muss ich die hier dazugeben. So, und das Ganze soll sortiert werden nach Geburtsdatum. Ja, also wir gucken uns mal an, Qsort kriegt also jetzt zunächst einmal eine, muss man gerade gucken, wie Qsort nochmal aufgebaut ist. Was haben wir denn? Die Basis, die Anzahl der Elemente, die Breite und Komparator. Okay, also wir kriegen hier dann entsprechend diese Patience-Funktion. Ja, das nehme ich mir mal gerade raus. Hier. So. Definition. So, ein Qsort bekommt jetzt erstmal das Array übergeben. Die Anzahl der Elemente, das ist dann das NumPatience. Dann die Breite, ja, also wie groß ist eigentlich ein Element? Das ist dann Size of Patient, ja, ein Element hat die Größe eines Patienten. Und dann brauchen wir eine Compare-Funktion. Compare Patient by Date of Birth. Ja. Kann man auf Deutsch machen. Aber wir brauchen hier entsprechend eine Vergleichsfunktion und die müssen wir jetzt hier entsprechend definieren. Ja. Und die ist immer gleich aufgebaut. Die hat also so einen generischen Aufbau. Die gibt int zurück. Int gibt mir dann an, ob zwei Elemente gleich sind. Dann habe ich 0 oder ob das erste Element größer ist als das zweite. Dann habe ich plus 1. Oder wenn das erste Element kleiner ist, in der Reihenfolge vor dem anderen liegt, dann habe ich minus 1. Okay, aber diese Funktion ist generisch, das heißt, die hat diesen typischen Aufbau. Ich habe also zwei Void-Zeiger, zwei unspezifische Zeiger, also oder untypisierte Zeiger. Und das Erste, was ich jetzt überhaupt machen muss, ist, dass ich die umwandeln muss in tatsächliche Patientenzeiger. So, was mache ich jetzt mal gerade? Ich habe also hier jetzt Patient A und Patient B und habe die jetzt hier entsprechend gecastet und jetzt kann ich erst damit arbeiten. Ja, ich kann mit diesen Zeigern, den untypisierten Zeigern nicht arbeiten. Okay, jetzt ist in der Aufgabenstellung der Tipp, dass sich das Datum jeweils relativ leicht vergleichen lässt, wenn ich das umwandle. Ne? Und das mache ich jetzt einfach mal. RoomDateA. Ich nehme jetzt also die Jahreszahl vom Geburtsdatum des ersten Patienten und schiebt die und multipliziert die mit 1000, mit 10.000. Ja, das heißt, die wird dann um 4 Stellen nach links verschoben. Dann nehme ich mir das Geburtsdatum Monat, den Monat davon, verschiebe den um 2 Ziffern nach links, indem ich den mit 100 multipliziere und dann addiere ich noch den Tag drauf. Ja. Wenn das jetzt so ein bisschen komisch ist, das können wir einfach mal kurz. Vielleicht schreiben wir uns dafür sogar mal eine Hilfsfunktion. Ja. DateToNum nennen wir die mal. Die bekommt also ein Datum und gibt mir das Ganze als Zahl zurück. Also Jahr mal 10.000 plus Monat mal 100 plus Tag. So. Und das können wir jetzt, die Methode, beziehungsweise die Funktion probieren wir mal ganz kurz aus. Also wir haben also hier jetzt ein Datum. Nehmen wir mal den 20. August im Jahr 2021 und jetzt gebe ich mal dieses Datum aus mit dieser DateToNum-Funktion und dann bekomme ich so einen Zahlenwert. Ja. Probieren wir aus. Na, kompiliert nicht. Warum kompiliert das nicht? Genau, das muss ich mal kurz auskommentieren. Damit sind wir ja noch nicht fertig. Und jetzt sehe ich, also ich habe hier den 20.08.2021 und kriege jetzt hier so eine entsprechende
achtstellige Dezimalzahl. Und damit kann ich eben zwei Datumswerte vergleichen. Ja, wenn ich jetzt hier so ein zweites Datum hätte, D2, das ist der 20.07., dann kann ich also durch einen ganz einfachen numerischen Vergleich mit größer und kleiner feststellen, welches Datum früher und welches später ist. Ja, das liegt einfach daran, dass man das Datum jetzt hier sortiert hat nach Jahr, Monat und Tag. Okay, also zurück zu unserer Compare-Funktion. Wir nehmen uns jetzt jeweils das Geburtsdatum des Patienten, Patient A, wandeln das in so eine Longzahl um und bei B auch. So, und wenn jetzt das Datum des ersten größer ist als des zweiten, also später liegt, dann geben wir 1 zurück. Ansonsten, wenn es da kleiner ist, davor liegt, geben wir minus 1 zurück und ansonsten geben wir 0 zurück. 0 bedeutet, wir haben entsprechend Gleichheit. Also was haben wir gemacht? Genau, hier fehlt noch, sich gerade, hier muss man noch Geburtsdatum übergeben. Wir haben also diese generische Compare-Funktion implementiert, die QSort erwartet. Die bekommt zwei untypisierte Zeiger A und B. Die haben wir erstmal auf den Patienten gecastet, damit wir damit was machen können. Dann haben wir die entsprechenden Geburtsdatumswerte dieser Patienten umgewandelt in Long-Werte. Und dann haben wir ganz einfach numerisch die miteinander verglichen, wie man das auch tun würde, wenn man QSort für ein einfaches Long-Array verwenden würde. Okay, dann haben wir hier unten jetzt einfach diesen ganz normalen Aufruf. Das Ganze ist also okay. Ich gucke mal gerade. Incompatible, was will er haben? Ja, genau, es muss ein const void sein, damit man die Zeiger nicht ändert. Moment, das kann man noch anpassen. So, jetzt der Compiler aber zufrieden. Und wir haben also jetzt hier die Ausgabe der Patienten, die hatten wir vorher auch schon. Was wir jetzt aber noch machen, ist, wir machen eine zweite Ausgabe sortiert, Doppelpunkt, rufen dann, na, wie heißt die Funktion, sortPatients auf. Na? Ah, hier fehlt das Semikolon. Bekommt die Patienten und die Anzahl der Patienten, Patientinnen. Und dann geben wir das Ganze hier entsprechend nochmal aus. Ja, und wir erwarten jetzt, dass wir eine entsprechende Sortierung bekommen. Und siehe da, das hat also funktioniert. Hier mache ich gerade nochmal kurz ein New Line rein. Und die Sortierung, die in der Aufgabe D vorgeschrieben war, war auch aufsteigen. Das haben wir also hier. Hier haben wir das Datum, was am weitesten in der Vergangenheit liegt. Dann kommt das nächste im Februar 2011 und dann kommt das Geburtsdatum Januar 2013. Ja, das heißt, diese Sortierung mit QSort hat einwandfrei funktioniert. Nur kleiner Hinweis, wenn man die Sortierung einfach umdrehen will, dann muss man nur hier die Vorzeichen umdrehen. Also aus dem Minus 1 wird ein Plus 1, aus dem Plus 1 wird ein Minus 1. Und siehe da, wir haben dann hier eine absteigende Sortierung. Okay, also das war die Sortierung, wie man die mit QSort eben macht. Man ruft diese generische Funktion auf, gibt der dann so einen Funktionszeiger auf eine Sortierfunktion mit. Die wandelt dann diese generischen Zeiger um in die tatsächlichen Datentypen und vergleicht dann nach Belieben. Okay, zwei Teilaufgaben sind noch übrig. Das eine ist die Funktion, die so ein Patientenarray in eine Datei schreiben soll, write patients to file, und die bekommt auch hier wieder ein Array von Patienten mit der entsprechenden Anzahl, ja, und die soll einen Dateinamen bekommen. So, und das Ganze dann entsprechend lesbar in eine Datei schreiben. Gut, also was wir zunächst einmal brauchen, ist überhaupt eine Datei. Das heißt, wir benutzen fopen, um die anzulegen. Dateiname haben wir gegeben, müssen wir uns nicht drum kümmern. Und wir schreiben in die Datei, deswegen kommt hier ein W rein. Und T bedeutet entsprechend im Textmodus. Und was wir immer tun müssen, das wissen Sie, wir müssen gucken, hat das Ganze überhaupt funktioniert. Wenn nicht, dann Fehlermeldung, Fehler.
Na, Kontedatei mit Namen nicht anlegen. Hier kommt dann also ein Platzhalter und dann geben wir hier entsprechend den Dateinamen an. Okay, und da müssen wir natürlich rausspringen. Das sehe ich relativ oft, dass zwar dieser Fehler abgefangen wird, aber der Entwickler oder die Entwicklerin nicht mit Return aus der Funktion rausspringt. Das muss hier natürlich passieren, sonst wird mit diesem Nullzeiger weitergearbeitet. Damit wir es nicht vergessen, benutzt er schon mal fclose. Das Ding wird am Ende also geschlossen. Und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch in die Datei reinschreiben. Das heißt, wir iterieren durch dieses Array durch, von 0 bis i kleiner num patience, i plus plus. Und jetzt nehmen wir auch wieder die endfprintf-Funktion für diese Datei. Und was soll hier passieren? Hier soll also der Name ausgegeben werden, Vor- und Nachname. Dann kommt die Versicherungsnummer und dann kommt nochmal ein Datum. Das sieht also ziemlich ähnlich aus zu dem, was wir oben auch schon geschrieben haben. Ja, nämlich in unserer PrintPatient-Funktion. Na, wo ist sie denn? Also können wir das eigentlich ganz gut auch übernehmen. So. Ja, nur dass das halt jetzt in der Datei geschrieben wird und nicht in auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Ne? Gut, wir machen uns noch so einen Zeiger auf den ersten Patienten. Gleich Patients. Anmerkung, alternativ könnte man auch Zeiger auf das erste Array-Element machen. Müssen wir aber nicht. Ne? Also wir können es auch einfach auf Patients setzen. Und nach jeder Iteration soll Patient natürlich um 1 erhöht werden. So, gucken wir uns mal an. Hier muss noch ein, jetzt mal gerade gucken. Wir haben also Vor- und Nachname, Versicherungsnummer, Datum. Danach machen wir dann zwei Newlines. Und jetzt fehlt hier unten noch ein Semikolon. Okay, das sieht so ein bisschen unübersichtlich aus. Vielleicht können wir es ein bisschen schöner darstellen, indem wir sagen, wir trennen jetzt mal die Ausgabe von diesen drei Aspekten, dann ist das alles ein bisschen besser lesbar. Das heißt, wir geben hier Vor- und Nachname aus als allererstes. Dann geben wir die Versicherungsnummer aus. Das ist ein Longwert, deswegen %LD. Ne? Und dann zum Schluss geben wir entsprechend das Geburtsdatum aus. So. Also Ausgabe in dem Sinne, dass wir es in die Datei schreiben. Okay, und dann haben wir jetzt hier das Write Patients to File. Und das wollen wir natürlich auch einmal testen. Das heißt, wir rufen jetzt hier unten vielleicht nach der Sortierung Write Patients to File auf, übergeben das Patientenarray mit der Anzahl und jetzt brauchen wir noch einen Dateinamen. Den besorge ich mir mal gerade aus meinem lokalen Dateisystem, damit ich die Datei auch gleich wiederfinde und nenne die meinetwegen export.txt. Führe ich aus, hat funktioniert. Guck mal, die Datei wurde auch angelegt, die gibt es jetzt hier und jetzt gebe ich die kurz auf der Konsole aus und siehe da, das hat funktioniert. Ja. Also letztendlich war diese Aufgabe so der Klassiker. Ne? Ich schreibe einfach eine Datei, ich öffne die mit fopen, schreibe da rein, wenn es im Textmodus ist, mit fprintf und ich schließe die Datei am Ende wieder. Daran muss man immer denken, ne? Sonst ist Dateihandle nicht mehr verfügbar. Ja, und damit bin ich auch mit der Datei, mit der Aufgabe E fertig. Und jetzt gibt es nur noch eine Teilaufgabe, nämlich die Aufgabe F, wo es darum geht, das Ganze mal auszulagern. Wir haben nämlich jetzt eine so ganz viele Funktionen rund um Patienten, Patientinnen. Und da bietet es sich schon an, das Ganze mal entsprechend auszulagern in externe Dateien. Ja, und das machen wir jetzt mal. Wir legen also hier so eine Patients-Datei an mit Patients.h und Patients.c. Und jetzt brauchen wir zunächst einmal die Header-Datei. Und in der Header-Datei, das wissen Sie, stehen dann nur Funktionsköpfe und entsprechende Datentypen drin. Das heißt, wir bauen das hier einfach mal ein. Die Definition der Datentypen lassen wir so, aber hier sind natürlich keine implementierten Funktionen drin. Das heißt, wir nehmen das Ganze entsprechend raus. So.
und haben dann hier tatsächlich nur noch die verschiedenen Funktionsköpfe. So. Ja, und jetzt haben wir hier auf jeden Fall, das ist also so eine typische Header-Datei. Wir haben hier die Datentypen und hier haben wir dann Funktionsköpfe. Das heißt, die Header-Datei, wenn ich die einbinde in der Main.c, die sagt nur, es gibt irgendwo diese Funktionen. Die müssen dann aber natürlich entsprechend noch implementiert werden und das machen wir jetzt mal. Das heißt, wir ziehen die ganzen Sachen jetzt hier raus aus der Main, ja, packen die in die Patients.c. Die Typen muss ich nicht nochmal definieren, ja, weil die habe ich hier. Und was ich hier dann allerdings auch noch brauche, ist aus der Main dann entsprechend die beiden Header-Dateien. Also sie müssen hier entsprechend eingebaut werden. Und was will er noch? C-Alloc müsste der eigentlich haben. Okay. Also wie ist das Programm jetzt aufgebaut? Ich habe jetzt hier nur noch das Hauptprogramm. Das Hauptprogramm bindet sich jetzt die Patients.h ein, damit eben diese ganzen Funktionen bekannt sind, aber auch der Datentyp Patient. Ja, das ist also ganz schön. Ich habe das jetzt richtig aufgeräumt. Die Main.c enthält nur noch das Hauptprogramm. Die Patients.h sagt, was es gibt in einem externen Modul und die Patient.c implementiert das hier dann entsprechend. Ja. Und Sie wissen ja, der Compiler interessiert sich gar nicht unbedingt dafür, in der Main.c, wie jetzt Sort Patients implementiert ist. Den Compiler interessiert wirklich nur, dass es die Funktion irgendwo gibt und welche Parameter die hat und welchen Rückgabetyp. Und der Linker ist nachher dafür zuständig, zu gucken, ob es so ein Kompilat für die Patient, ein Kompilat gibt, was dann tatsächlich auch diese Funktion enthält. Und der Linker setzt das Ganze dann entsprechend zu einer ausführbaren Datei zusammen. Ja, und das war die Aufgabe 5. Ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen komplexer, aber insgesamt schon das, was Sie aus der Vorlesung kennen, mit ein bisschen Anwendung aus der Standardbibliothek. Die letzte Aufgabe in der Klausur ist wieder eine Programmieraufgabe und zwar zum Thema Bitfelder. Sie wissen ja, Bitfelder sind strukturierte Datentypen, die mir zusätzlich erlauben, die Anzahl der belegten Bits für die enthaltenen Attribute zu definieren und die Verwendung davon soll in dieser Aufgabe geübt werden. Wir haben also hier Sensorwerte, die insgesamt immer in einem Byte gespeichert werden sollen. Ja, Temperaturlevel von 0 bis 15, Feuchtigkeitslevel von 0 bis 7. Und Schwellenwert erreicht, ja, nein. Am Ende sehen wir ja, bei Schwellenwert, das ist ein boolscher Wert, ein binärer Wert, der kann also nur 0 oder 1 sein, der wird also wahrscheinlich nur ein Bit verbrauchen. Feuchtigkeitslevel 0 bis 7 wird 3 Bit verbrauchen. Ja, das heißt, wir haben dann schon 4 Bit für die letzten beiden und Temperaturlevel von 0 bis 15, das kann ich in 4 Bit speichern, sodass ich insgesamt tatsächlich auch nur auf 8 Bit komme. Und das setzen wir dann gleich direkt mal im Code um. Es gibt zwei Teilaufgaben. Bei der ersten geht es einfach darum, diesen Bitfeld-Datentyp zu definieren, sodass das eben funktioniert mit den dort genannten Attributen. Und dann soll das unten nochmal getestet werden anhand eines fiktiven Arrays von Sensorwerten. Also gehen wir das Ganze mal an. Wir beginnen mit Teilaufgabe A. Hier geht es also darum, zunächst einmal das Bitfeld als Typ zu definieren. Das heißt, wir machen ein TypeDef und Struct in diesem Fall und das Ganze hat auch wieder einen Namen. Das nennen wir einfach mal SensorValue. So, und jetzt haben wir ein Temperaturlevel. Ja, Temperatur, Temperature Level, das nennen wir das einfach mal so. Wir haben ein Feuchtigkeitslevel, Humidity Level und wir haben ein Threshold Reached Wert. Ja. Können wir auch einfach auf Deutsch handhaben, ist vielleicht einfacher. Temperaturlevel, dann Feuchtigkeitslevel und Schwellenwert erreicht. So. Das Ganze soll höchstens ein Byte belegen, das heißt, der Typ der einzelnen Elemente muss dann auch, darf dann auch nicht größer sein als ein Byte. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier nachher beim Doppelpunkt etwas hinschreibe, was sich nur auf 8 aufaddiert, wenn der Typ davor nicht eben auch nur 8 Bit groß ist, dann ist das Ganze größer als ein Byte.
Das heißt, hier darauf achten, dass das dann wirklich unsigned Character ist. So, Schwellenwert erreicht ist entweder ja oder nein, also braucht das Ding ein Bit. Feuchtigkeitslevel 0 bis 7, das kann ich problemlos in 3 Bit darstellen. Und das Temperaturlevel, das hat die Ausprägung 0 bis 15, also 16 unterschiedliche Werte. Das heißt, ich brauche 2 hoch 4 Bit und damit habe ich das Bitfeld auch schon definiert. Und jetzt prüfen wir mal, ob das eigentlich alles so korrekt war. Wir geben einfach mal die Größe von diesem strukturierten Datentyp aus und stellen fest, der ist 1. Also wir haben tatsächlich einen Byte belegt. Und hier jetzt auch nochmal der Beweis, wenn ich jetzt hier einen Long benutze, dann ist das ganze Ding trotzdem größer. Es ist nämlich jetzt 8 Byte groß, obwohl ich hier angegeben habe, dass ich nur ein Bit brauche. Okay. Und das war es eigentlich schon. Das ist schon die Teilaufgabe A. Wir haben also hier wieder so einen strukturierten Datentypen definiert, aber eben mit als Bitfeld, das heißt mit einem begrenzten Verbrauch von Speicherplatz. Und die Bitfelder sind vor allen Dingen dann interessant, wenn ich eben solche Sensorwerte habe, die auf eine bestimmte Art aufgebaut sind und die auslesen möchte. Und das üben wir jetzt auch einfach mal in dieser zweiten Aufgabe. Also ich ziehe mir jetzt mal hier das rüber. So. Hier habe ich also die Sensorwerte und die kommen jetzt also kryptisch irgendwie aus einem Sensor raus. Und die würde ich jetzt doch ganz gerne mal ausgeben. Ja, also ich mache einfach mal Num Values. Das sind also hier die 6. Ne? Und ich möchte jetzt einfach nur diese Sensorwerte auf einem, als in einer möglichst lesbaren Form ausgeben. Ja, also das mit diesen Hexwerten kann ich letztendlich nichts anfangen. Das erste, was wir jetzt erst machen, ist so ein Print Sensor Value, so eine Funktion einfach auszuschreiben, die das einfach mal macht. Also Temperaturlevel ausgibt von dem Parameter Sensor Value, den ich übergebe, und dann Feuchtigkeitslevel und dann noch Schwellenwert erreicht, Fragezeichen, so. Das gebe ich jetzt mal hier, ich rück das ein bisschen ein, so. Ist das hier ein String? Und die Funktion macht nichts Besonderes. Ne? Die gibt einfach nur entsprechend die Werte dieses Bitfelds aus. Und wenn der Schwellenwert erreicht ist, dann ja, ansonsten nein. Genau, und jetzt muss ich eigentlich nichts anderes machen, als durch dieses Array zu iterieren, NumValues und so. Und ich habe jetzt tatsächlich bei der Korrektur dieser Klausuren hier relativ komplexe Lösungen gefunden. Es geht aber tatsächlich relativ einfach. Ich nehme nämlich jetzt erstmal das ite-Element, ja, SensorValue, in dem Array. Ja, und macht da einen Zeiger drauf. Ja. Ein Zeiger auf das ite-Element ist natürlich vom Typ unsigned character. Ne? Das heißt, im Grunde habe ich jetzt so einen Zeiger. Unsigned character. Ja. Ist natürlich ungünstig, aber den kann ich natürlich umcasten. Ja. Ich kann also sagen, sensor value, ich lasse das, da, ne? Lass das darauf zeigen. Also ich habe jetzt, ich habe immer noch die gleiche Speicheradresse, aber ich habe eine andere Struktur. Und habe jetzt einen Zeiger auf dieses Element, aber entsprechend in dieser als Sensor Value Zeiger. Ja, und wenn ich den jetzt dereferenziere, dann bekomme ich genau diese Struktur. Ja, das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen Print Sensor Value und dereferenziere einfach hier meinen Zeiger. Und dann wird das in so einen ganz normalen Sensor Value umgewandelt. Ja, das heißt, diese Bytes hier landen jetzt in dieser Struktur drin und dann kann ich sie entsprechend ausgeben. Und wir sehen, das ist eigentlich eine ziemlich kurze Lösung. Ja, das sieht ein bisschen, ich mache hier noch ein New Line rein, Moment. An der Stelle, dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Ja, und jetzt habe ich das hier. Ne? Also ich habe viele Lösungen gesehen, die haben da mit Bit-Operationen gearbeitet und mit Bit-Shifting. Das ist ja gar nicht nötig. Also ich kann einfach diese Elemente nehmen. Ich habe dann einen Zeiger drauf, den caste ich um auf das Bitfeld, was eben auch nur, das Bitfeld ist ja ein Byte groß,
ein einzelnes Element, diesem Array ist auch ein Byte groß, dann habe ich diesen anderen Zeiger und jetzt bei der Ausgabefunktion dereferenziere ich den und dann wird das entsprechend korrekt ausgegeben. Ja, und das war die letzte Aufgabe in der Klausur.